Da steht zum Beispiel in der Offenbarung von denen, die, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Vers, die Gott gefällig leben, oder? Da heißt es, die das Zeugnis Jeschuas haben, die das Zeugnis Jeschuas und die Gebote Gottes haben, oder? Also Juden oder eben Heidenchristen, die sich nach der Tora richten. Er sagt ja auch, die Sünde ist, was ist gemäß dem Johannesbrief die Sünde? Gesetzlosigkeit. Leben ohne Tora, auf Deutsch. Leben ohne Tora, das ist Sünde. Also die Johannesschriften sind voll von dieser Tora-orientierten Sicht. Das ist voll da drin, oder? Das tut man einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Und wenn du eine Bibelstudie machst und du gehst dann hin und schaust mal, wo wird jeweils übersetzt mit Gesetz, wo wird übersetzt mit Weisung, wo wird jetzt übersetzt zum Beispiel eben hier Gesetzlosigkeit, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Da sagt Kephas, dass Jeschua an den Pfahl geheftet wurde durch die Hände der Gesetzlosen. Das findest du aber praktisch in keiner Übersetzung, weil wer war das, die Gesetzlosen? Das waren die Römer. Und das war nicht so gut, das war damals nicht so kommod, das zu sagen, weil man sich damit schon politisch verdächtig gemacht hat, etwas Negatives zu sagen über die herrschende Macht. Und die Übersetzer, die mögen das heute noch nicht, die schreiben eben nicht Gesetzlose. Weil Gesetzlosigkeit, wenn man es jüdisch versteht, ist eben etwas Negatives. Und die Christen sagen, wir sind gesetzlos, weil Jesus uns frei gemacht hat vom Gesetz. Wir sind das Gesetzlos. Er hat es erfüllt. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt und darum muss ich es nicht mehr erfüllen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, Uli Meier ist ein ganz korrekter Autofahrer. Der hat nie einen Eintrag gehabt, der fährt immer ganz korrekt. Oder? Wenn da 50 steht, dann fährt er 49,5 höchstens. Der hat noch nie ein Gesetz übertreten. Hurra, hurra, Uli, oder? Also er hat das Verkehrsgesetz erfüllt, wir anderen sind frei davon. Jetzt anhand von diesem Beispiel, alle lachen, seht ihr, wie absurd eine solche Auffassung ist. Also Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt, da gilt alles nicht mehr für mich. Komischerweise ist man dann doch der Meinung, dass Morden, Stehlen, Lügen, Ehebrechen verwerflich sei. Trotzdem, man macht einfach eine spezielle Zusammenstellung und das ist dann dieses Ding. Das ist dann, wir sind frei vom Gesetz. Das ist alles nicht in sich selber stimmig. Das geht nicht auf. Ja? Das sind Dinge, die man eigentlich nur akzeptieren kann, wenn man die ganze Zeit einfach das eingetrichtert bekommt, das einfach glaubt, ohne darüber nachzudenken. Es macht ja schließlich keinen Sinn. Es ist ja auch tatsächlich so, dass Paulus im Grunde genommen geschrieben hat, hat uns freigemacht vom Fluche des Gesetzes. Und das ist ja nun wiederum ein bisschen etwas anderes, als man versteht den Fluch des Gesetzes so, dass man sagt, der Fluch ist, dass man es halten muss, dass man es beachten muss. Also ohne Gesetz gibt es keine Zivilgesellschaft. Ohne Gesetz gibt es nur das Faustrecht. Jeder macht, was er will. Und wenn er die größere Faust hat, dann kann er mehr machen, als der, der die kleinere Faust hat. Und ohne Gesetz gibt es keine Schuld. Ja, es gibt keine Sünde, aber es gibt auch kein Zusammenleben. Also es ist zum Beispiel interessant, es gibt ja solche Gruppen innerhalb der Gesellschaft oder am Rande der Gesellschaft, die sogenannten Outlaws, oder früher waren das Outlaws, die haben nun, also Gesetzlose wortwörtlich, die haben außerhalb des Gesetzes gelebt, das waren Leute, die irgendwas ausgefressen haben, die hat man verbannt. Die haben dann irgendwo in den Wäldern gehaust oder so, unter schlimmen Bedingungen, weil da gab es ja nicht viel zu essen, oder? Oder sie sind einfach, das gab es vielleicht auch teilweise, dass Leute, die waren einfach überhaupt nicht mehr einverstanden mit den herrschenden Verhältnissen und haben sich denen vielleicht zugesellt. Und David hatte am Anfang so eine gesetzlose Truppe, oder? Es heißt ja ausdrücklich, Leute, die in Schulden und Schwierigkeiten hatten, also das war nicht so eine vornehme Gesellschaft, diese sogenannten Helden Davids, oder? Das waren Outlaws. Und die Outlaws, wir haben heute so Rockergruppen und Punker und sagen wir die Landstreicher, und die haben so ihre eigenen Sozialzirkel. Und innerhalb dieser Sozialzirkel
gelten dann so die Zivilgesetze nur noch sehr bedingt. Also da wird dann vieles einfach gar nicht mehr aufgedeckt, wenn da was passiert. Dann läuft die Polizei ins Leere oder die kommt gar nicht erst. Aber diese Leute, die sagen, für uns gelten die Gesetze dieser Gesellschaft nicht, die haben ihre eigenen Gesetze und die sind oft sehr streng. Ja, nicht nur, ja, Mafia auch, ja. Genau, sehr strenge Gesetze, oder? Sogenannter Ehrenkodex, oder was immer das heißt. Die Leute, die ihre eigene Tochter ermorden lassen durch ihre Söhne, oder? Also die Söhne werden beauftragt, die Schwester zu ermorden, weil sie vielleicht irgendeinen nicht heiraten wollte, oder weil sie vor der Ehe mit einem verkehrt hat, der nicht von der Familie bestimmt war und so weiter. Familienehre beschmutzt. Diese Ehrenmorde, das sind solche Clangesetze. Und die werden über das Gesetz gestellt. Und die Kirche hat die Tora verworfen, hat aber ihre eigenen Gesetze gemacht und hat die teilweise unter Androhung der Todesstrafe dann durchgesetzt. Also von wegen frei vom Gesetz. Das ist eine Erfindung der neuzeitlichen Freikirchen, dieses frei vom Gesetz. Also quasi, für uns gelten gar keine Regeln, das ist Quatsch. Das gibt's gar nicht. Aber man hat das in den letzten Jahrzehnten zunehmend gepredigt. Noch nicht mal Paulus ist so weit gegangen. Der hat halt gesagt, alles ist mir erlaubt. Aber Paulus hat eigentlich etwas Komisches gemacht. Er hat im Grunde genommen Botschaften gegeben, die sind von der Art und Weise her an Leute gerichtet, die Tora kennen. Und er hat sie Leuten gepredigt, die sie nicht gekannt haben. Also es ist ungefähr so, wir hatten einen Mathematiklehrer, der hat auch doziert an der Uni, der war also auch Unidozent. Und der hat immer so über die Köpfe hinweg geredet. Das war viel zu hoch für uns, oder? Und der Paulus sagt quasi, ja, so im Sinne von, wenn du mit Gott lebst, dann brauchst du kein Gesetz. Und wir haben ja am Anfang darüber geredet, wenn ich weiß, was ich gehört, dann muss man mir nicht dauernd die Vorschriften sagen, oder? Ja, die Kinder lernen irgendwann, dass sie die Zähne von selber putzen, oder? Es geht in diese Richtung, wenn er sagt, alles ist erlaubt, das tut mir nicht gut. Er sagt so quasi, ja, ich bin nicht unter dem Gesetz, ich werde nicht gestraft, jetzt nur weil ich mal einen Feldtritt mache in dem Sinne, sondern es läuft dann in die falsche Richtung. Grundsätzlich ist diese Einstellung ja nicht so falsch, was er da sagt. Nur das kannst du einem Heiden so nicht predigen. Dann sagt er, juhu, oder? Und dann siehst du in Korinth, was da draus geworden ist. Die haben schlimmer gehaust wie vor der Bekehrung. Die haben einfach überhaupt nichts mehr beachtet. Die haben sämtliche Hemmungen fahren lassen und einfach die ganze Schweinerei, die haben die Sau rausgelassen. Und das war dann die Freiheit in Christus. Ja? Also zuerst muss der Mensch einmal lernen, die Grundbegriffe der göttlichen Ordnung. Und dann, wenn er eine gewisse Reife hat, dann hat er auch eine größere Freiheit darin, selber Entscheidungen zu treffen. Aber sie sollten in diesem Geiste sein. Und wenn man dann hingeht wie die religiösen Leute, die 1000 Vorschriften ableiten aus der Tora und dann nur noch die Schlupflöcher suchen zwischen den Vorschriften. Was geht noch? Die Frage bei manchen Christen, ja, was ist denn jetzt noch erlaubt? Was darf ich noch? Gerade je strenger die Regeln sind, desto mehr wird dann gefragt, was darf ich denn jetzt noch? Ist Fußball noch erlaubt? Bei den Adventisten durfte man früher kein Fußball spielen und kein Radio hören und solche Dinge. Da gab es auch bei den Brüdergemeinden wahnsinnig streng. Diese Nachkommen der Täufer, die in Amerika, die sind ja nach Amerika geflüchtet schlussendlich, weil sie überall verfolgt wurden. Da gibt es die Hämischen, es gibt die Hutterer und so weiter. Und bei den einen, die hat man gelesen, die haben einen rausgeschmissen dort, weil der hat sich Gummibeschläge auf sein Pferdefuhrwerk gemacht. Er hat also quasi Pneus auf seine Räder gezogen und das war dann schon too much. Damit hat er schon die Grenzen total überschritten und musste raus aus der Gemeinschaft wegen Gummipneus. Und bei den Moslems ist es so, da ist Alkohol verboten und Haschisch ist verboten, aber Kat, das ist eine Pflanze, die man später erst angefangen hat, als Droge zu konsumieren. Ich weiß nicht, ob die ursprünglich nicht von dort stammt. Und das wird jetzt einfach in rauen Mengen konsumiert, weil davon steht nichts im Koran. Also man hat ein Schlupfloch gefunden und man findet immer eins. Aber das ist nicht der Geist der Tora, das Schlupfloch zu suchen, sondern den Sinn zu suchen, lieber einmal eine Vorschrift zu verletzen, aber im Sinn und Geist der Tora zu handeln. Das hat ja Jeshua eigentlich an der Sabbatfrage immer wieder ausgeführt. Es ist wichtiger, dass ich jetzt zum Beispiel hier diese Frau heile
Und ich möchte keine Diskussion darüber führen, ob ich da irgendwie den Schabbat verletze. Weil das steht über dem Schabbat. Leben retten, heilen und so weiter. Das ist ein höheres Gut als der Schabbat. Dann führe ich keine Diskussion darüber, ob es noch ein Schlupfloch gibt oder nicht. Und dasselbe war ja auch, wie die da gegessen haben, die Jünger. Hat gesagt, ja, die haben Hunger, oder? Die müssen noch etwas essen. Ja? Aber damit hat er nicht den Schabbat aufgehoben. Er hat es nur in die richtige Proportion gestellt. Er hat gesagt, zuerst kommt das Leben, dann kommt der Schabbat. Der Mensch ist nicht geschaffen, um den Schabbat zu halten. Also wir waren hier bei der Nachlese. Und man hat das also gelassen, die Ränder hat man nicht abgeerntet. Und man hat immer etwas stehen lassen, wenn etwas runtergefallen ist, auch wenn es eine ganze Garbe war. Wenn einer gestolpert ist mit der Garbe, dann durfte er sie nicht mehr aufheben. Die musste liegen bleiben. Die musste liegen bleiben für die Bedürftigen, damit die was finden. Und ich finde, da könnte man in der Entwicklungshilfe viel davon ableiten, dass man nicht einfach nur Almosen verteilt, sondern die Leute haben die Möglichkeit gehabt, sich das zu holen. Und damit wurde ihre Würde gewahrt. Und es ist ihr Recht gewesen. Also sie mussten nicht darum fragen, du darf ich dann da noch Nachlese halten, sondern das war ihr Recht. Darauf konnte man sich berufen. Und das ist etwas Wichtiges, dass man bedürftigen Menschen nicht die Würde nimmt. Das ist immer das Erste, was vor die Hunde geht, oder? Wenn Leute bedürftig werden, dass sie dann bloßgestellt sind. Und hier ist das anders geregelt. Man geht hin, man hat das Recht, dort Nachlese zu halten, man sammelt und man hat etwas zu essen. Das kommt von der automatischen Korrektur. Wenn ich alles Mose mit Mosche korrigiert habe, heißt es Almoschen. Almoschen. Da seht ihr, was passiert, wenn man etwas quasi zum Prinzip macht, ohne nachzusehen, was da draus wird. So kommt's raus, oder? Das ist ein kleines Beispiel. Sag, ja, so wird's gemacht, so steht's geschrieben, oder? Da kann der größte Käse rauskommen und sogar im dümmsten Fall das Gegenteil.